Shalom Aleichem, guten Morgen. Wir lernen in dem wunderbaren Sefer Musar Pele Yoetz von Rabbi Eliezer Papo. Danke an die Frau Ruth, die mich motiviert, weiter dem Shiurim zu machen. Wenn jemand will weiter Shiurim von Pele Yoetz, soll mit mir reden. Heute geht es um Buchstabe Wav, Begriff Vatranut. Vatranut. Vatran, was ist Vatranut? Nachsicht. Langmut, Kondolenz, Toleranz, Nachgiebigkeit, Breitherzigkeit, Vergebung, resignieren die Meinung. Also Vatranut hat eine sehr, 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 sehr breite. Vatran ist eine, der zieht sich zurück, aber mit vollem Herzen. Also zwei Leute haben miteinander Diskussion, Streit, was sollen sie jetzt lernen? Du willst lernen Chassidut, ich will jetzt lernen Zecharia. Und ich sage, okay, wir lernen Chassidut. Und ich mache das nicht mit Bitterkeit, die Nachgiebigkeit. Weißt du, manchmal du gibst nach, aber danach bist du verbittert und du hast ein Kloß im Hals. Ich muss immer nachgeben und ich muss... Also das ist so ein Charakter vom Langmut, die muss man trainieren, um davon auch zu genießen. Also ich werde nachgeben und es tut mir auch gut. Okay, ich muss aufstehen, sitzt da eine schwangere Dame auf dem Stuhl und ich habe keinen Klotz. Ich bin froh, das habe ich Vatran gewesen, ich habe gegeben meinen Platz, weißt du. Und manchmal bist du gezwungen, es zu tun. In diesem Begriff lernen wir und dann wirst du verstehen, was bedeutet Vatran, okay? Vatranut ist eine gute Eigenschaft. Es beginnt mit Geld zu machen, Spende, Wohltätigkeit und Mitzvot. Und der Mensch soll nicht sein pinkelig, wenn er macht Vatranut, wenn er nachgibt. Er kriegt von Hashem Zinsen, mehr als 100%. Das heißt, wenn einer hat nachgegeben, kriegt er Früchte von Hashem in dieser Welt, Reichtum, Ehre. Und er hat auch Kapital. Du nimmst ein Taxi und der Taxi kostet 42 Shekel, gibst du 45, also nachgeben, also großzügig, aber vom Herzen. Der Mensch, seine wahre Eigenschaft kommt in vier wahre Momente. In seine Becher, in seine Beutel, in seinen Zorn und in sein Lachen. Also in vier Eigenschaften von der Mensch erkennst du ein bisschen seine Landschaft vom dunklen Fenster und Gardinen. Jeder Mensch ist ein Spieler. Der zeigt sich nach außen feiner, guter, aber... Es ist Spiel. Jeder ist eine Maske. Wann kommt die Maske runter? Beim Becher, wenn man trinkt, kommt manchmal ein anderer Mensch. Beim Beutel, wenn es hat zu tun mit Geld, manchmal lebst du 30, 40 Jahre mit einem Menschen und es kommt zur Diskussion, erkennst du einen anderen Bruder, eine andere Schwester. Es geht um Kleinigkeiten, Menschen hacken sich in Gericht und niemand will nachgeben. Beim Zorn siehst du, der Mensch will den Parkplatz und ich bringe den Leute schießen im Parkplatz. Also, und in Lachen, Lachen auch, über was lacht man, wie ist dem Lachen, man erkennt der Mensch an seinem Lachen auch sehr, sehr viel, das ist eine von den vier Sachen, wo man kann einen Mensch sehr stark erkennen. Also das ist, so beginnt der Pele Yoetz, eine tolle Sache. Und deshalb eine von den Sachen von dem Nachgeben ist, der Mensch, der will Ehre haben und er hat eine gute Eigenschaft, und soll er das arbeiten. Aber was passiert, wenn ein Mensch hat eine schlechte Eigenschaft? Er ist missgünstig, er ist geizig. Nicht so schlimm. Du kannst lernen, nehmen einen Lehrer, steigen und beginnen, diese Muskel vom Nachgeben zu trainieren. Bei manchen Leuten, diese Muskel ist sehr, sehr gespannt, angespannt, also ganz hart. Die sind wie sie explodieren, wenn es geht nicht nach das, was sie wollen, in ihre Meinung. Und was haben sie zu Hause? Zum Beispiel, wenn ein Mann will nie nachgeben, die Ende ist Scheidung
oder Wunsch im Herzen von die Frau soll er sterben. Glaub es mir. Oder andersrum. Wenn man lebt mit jemandem, der nie bereit irgend Kompromiss oder nachgeben, nicht umsonst sagt man, dass die Mezuza soll nicht stehen Azoi und nicht Azoi, sondern Azoi. Was heißt das? Bisschen nachgeben, Vatranut, also zu lernen, nachzugeben. Und jemand, jetzt soll man nicht großzügig sein mit dem Geld von jemand anders. Also jemand sagt, okay, ich gebe dir jetzt Geld und mach bitte ein schönes Essen für 40 Soldaten. Spende. Auf dem Kosten von dem anderen plötzlich ist er was dran. Nein. Geh mit dem Geld von jemand anders genau in demselben Maß, wie du gehst mit deinem Geld. Wenn du glaubst, es reicht ein Hamburger und ein Wurst, beginne ich jetzt zu bringen Asado von Uruguay. Also, wenn du grillst und es reicht dir ein bisschen, manche sind Genugsamkeit. Das, was, wie sage ich immer meine Gäste, du bekommst zum Essen das, was ich esse. Pass dir, welcome, pass dir nicht, sei gesund. Also, deshalb, ein Mensch soll nicht denken, er muss jetzt großzügig sein für den anderen, sondern großzügig, es beginnt bei sich. Ein Mensch soll sich nachgeben und dann, er ist geizig, soll ich kaufen eine Pulli oder nicht? Ja, er hat nachgegeben, er kauft. Erst dann kann er über den anderen auch denken und soll er nicht geizig sein. Und wenn jemand hat genug, soll er essen und trinken genug und soll er auch kaufen eine teure Decke. Das ist so Bosnien, Balkan vor am Ende, das ist 1810, schreibt dem Buch. Wahrscheinlich so eine teure Decke war so von Feder oder von teure Decke. Die Arme haben sich gekleidet mit viel Kleider, geschlafen mit vielen Kleider und sie hatten nicht genug und manchmal sogar die ganze Familie zusammen, um Körper zu wärmen bei Nacht. Er sagt, nein, ein Mensch soll schlafen allein und kaufen eine teure Decke und schlafen mit Nachtsbedeckung, Kleider. Also soll er sich doch großzügig kaufen, einen guten Pyjama, einen guten Kissen, einen guten Tisch, einen guten Stuhl und eine gute Decke. Weiß ich nicht, warum er redet so viel von Decke. Wahrscheinlich Decke war in dieser Zeit ein Status von Möglichkeit. Und auch die Frau, die heiratet, sie bekommt von die Eltern von dem Mann, so Mitgift, Kissen und Decke, so gefüllte Decke, gefüllte, also das ist drinnen so mit viel Erfüllung. Aber die größte Nachgebung soll beginnen zu Hause und das ist ein Diamantvorschlag zwischen Mann und Frau und Kinder. Wenn sie beginnen zu streiten, es wird nicht beenden. Es wird sein schlecht im Himmel, schlecht unten. Die Kinder werden klauen und die Frau wird von seiner Tasche klauen, wenn er ist nicht zu Hause. Also wenn der Mann ist nicht großzügig und nachgiebig und die Frau braucht Geld. Und sie sagt, ja, warum brauchst du Schuhe? Welche Schuhe? Du hast doch Schuhe. Ja, Schuhe für Schabbat. Aber du hast Schuhe für Schabbat. Ja, aber die sind schon, viel habe ich das getragen. Nun beginnt sie so auf die Kischkes zu gehen, auf jeden Sache. Oder andersrum, wenn der Mann die Frau etwas will und sie macht ihm immer Ob-Dramatologie für jeden Schmonzes. Irgendwann diesen Sturheit, die schlecht, geht nicht von zu Hause und der Mensch wird sein mager von Gefühle, abgemagert. Interessanter Begriff. Es gibt Menschen, die sind fett in Gefühl. Und gibt Leute, die sind abgemagert von Gefühlen. Also nicht nur der Körper hat Übergewicht. Beim Körper Übergewicht ist negativ.
Aber im Gefühl Übergewicht ist sehr, sehr positiv. Wenn ein Mensch, ja. Deshalb, ein Mensch soll seine Kinder, seine Familie geben sogar genähte Kleider und auch dem anderen. Und wenn er gibt der Armer, soll er geben dem Armer gute Sachen und nicht Sachen, die er werft weg, Schmonzes. Der Armer ist nicht eine Mülleime. Der Armer ist genauso ein Mensch wie du. Und wenn er will ihm geben etwas, die er braucht nicht mehr, wenn die sind in einem guten Zustand, also erst einmal angezogen, nur, und er braucht das nicht mehr, soll er das selbst geben. Und wenn die Sache ist schon Richtung schmuddelig und werfen, soll er das geben, einen Vermittler, der das gibt. Also in jedem alten Synagoge und auch in sehr vielen Gebetshäusern heute macht man so einen Hof. Und in dem Hof jeden bringt Sachen, was weiß ich, so Spendeteilung, Aktion an Bedürftige. Man weiß nicht, wer bringt und man soll nicht sehen, wer nimmt. Also das ist die größte Vatranut, das ist die größte. Und nicht, ich stelle die Mäusche groß, ja, ich spende jetzt alte Bücher, die ich nicht mehr brauche. Also, oder alte Geschirr. Die sitzen schon 30 Jahre im Keller. Oh, mache ich Amitzwe. Moishe Mantifiori geworden. Also, die Sachen gib nicht selbst, gib jemand anders. Also, es geht über diesen Charakter, Levater, nachgeben. Levater beginnt zu sich, nachgeben. Breitherzigkeit für sich, Breitherzigkeit für die Frau und für die Kinder, Breitherzigkeit für die Gemeinde, für die Nachbarschaft und für die Welt. Also, du kommst zu einem Parkplatz, du bist nicht sicher, wer hat Recht, da kommt der Spruch, sei klug und verzichte auf dem Recht. Mit Recht kommst du nicht weiter. Tie chacham, al tie zodek. Sei weiser und verzichte auf dein Recht. Schwerer, schwerer Charakter, aber er sagt, wenn jemand hat diesen Charakter, er hat Diamant im Herzen. Diamant? Er freut sich, weil er ist nicht mit permanenten Bitterkeit am Herzen. Hashem soll uns helfen, von diesem Charakter noch ein paar Kilo zu kaufen und auch essen und verwenden in unserem Leben. Shkoyach.